Red Wing Store wurde im Oktober 2016 eröffnet, also vor 3 Jahren. Ich habe im 7. Bezirk noch 2 weitere Geschäfte. Das ist einerseits in der Lerchenfelder Straße der Tom Shop und dann in der Siebensterngasse das Arnold's. Wir sind mit unseren Shops und mit den Marken, die wir vertreiben, sehr speziell. Wir besetzen definitiv eine Nische, versuchen durch Service zu punkten und die Produkte, die man bei uns findet, sind jetzt nicht im Internet überdistributioniert. Wir besetzen die mittlere bis höhere Preisklasse, wobei wir Produkte anbieten, die einerseits entsprechend produziert werden. Das heißt, das sind keine billigen China-Produkte, sondern Red Wing-Schuhe werden nach wie vor in Red Wing, Minnesota hergestellt, sind rahmengenähte Schuhe, haben eine extrem lange Lebensdauer, waren ursprünglich Arbeitsschuhe, können immer wieder neu besohlt werden und halten 10 bis 15 Jahre ohne Probleme. Es gibt auch Ausnahmen oder nach oben hin auch. Es ist relativ offen. Das älteste Paar Red Wing-Schuhe, das wir hier zum Neubesohlen hatten, war 24 Jahre alt. Vielleicht noch ein paar Worte zur Lerchenfelder Straße. Die hatte ich früher als recht verschlafene, so dahinsichende Einkaufsstraße im Hinterkopf. Und es hat sich geändert vor circa 4 Jahren oder 5 Jahren, als erstens das Nguyen aufgesperrt hat, das Fauxhaus, und zweitens, als dann eine Freundin von der Neubaugasse mit ihrem Friseurgeschäft in die Lerchenfelder Straße gezogen ist. Da war ich bei der Eröffnung, da habe ich mir zum ersten Mal aktiver die Lerchenfelder Straße angeschaut und hatte ein gutes Gespür von Anfang an. Deswegen habe ich sie mit dem Red Wing Shop in Betracht gezogen und ich bin richtig happy über diese Entscheidung, dass ich das Geschäftslokal gefunden habe, weil sie sich extrem rasch entwickelt. Also die Gastronomie hier ist ein Wahnsinn. Gefühlt jedes Monat sperrt ein neues, richtig gutes Konzept auf, das auch dementsprechend gut angenommen wird. Aber auch abseits von der Gastronomie gibt es hier einiges, egal ob jetzt uns, ob den Tomsladen, das Fahrradgeschäft, den Schlüsselkönig. Weiter oben ist ebenfalls ein Fahrradgeschäft. Der Barbershop weiter oben, Camo und Brauner. Das Gummistiefelhaus, also es gibt hier richtig viel. Und das Publikum stimmt auch. Also es ist einerseits Einzugsschneise vom 16. Bezirk. Es ist sowohl Verkehr, aber auch öffentlicher Verkehr. Viele Leute wohnen in der Gegend. Diese Grenze 7. 8. Bezirk ist auch nochmal eine Besonderheit. Also bin richtig happy hier.